Also willkommen, Damen und Herren, zur nächsten Folge von Resident Evil. Wir werden nun erfahren, was hier unten im Grab drin ist eigentlich. I don't know what it is. A dead end. Nein, spring. Damn it. Da kann uns, glaube ich, nicht lang folgen. Fuck, wie tief ist das? Nee. Gut. What was that thing? Nichts, was ich umbringen kann. Das ist ja ein Schrottplatz, deswegen. Die hier schön viel Schrott rumliegen. Alles gewonnen. Na, keine Ahnung, wir haben das meiste gefunden, sag ich mal so. Interessante Gegner. Mit einer VR-Brille drauf. Modisch. Gefällt mir. Ich nehme es. Alles easy. So, ein bisschen Heilung und dann würde ich gerne Scharfschutzmuni bauen. Komm. Wahrscheinlich wird der Bosskampf auf dem Hof enden. This place is messed up. I've got to get upstairs. Not bad. Ich glaube nicht, dass wir so schnell das Spiel durchkriegen, wie gewünscht. Na gut. Thanks to your consistent patronage, I've expanded my services. Nicht von dir. Seeking something in particular. Maschinengewehr. Neue Flinte. Ah, das ist eine Pistole. Hab ich gar nicht erkannt. Wenn man sich die Sachen auch kaufen. Pay me no mind. Gleich bleiben sie instant, den ich jetzt habe. Wenn ich ehrlich bin. These hands are more dexterous than one might think. Ich bin damit zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Ah, if only you had the funds. Vielen Dank. Please come again. Ah, warte mal, ich habe noch Essen. Shall I choose something for you?
Brauchst du noch Fisch? Da. Now to cook. Oh, fertig. Schlecht, Blocken sinkt. Beträchtlich. Haben wir bald alles. Apologies for the wait. Danke. Here's your share. Not a bad dish. Mhm. So, eine Wartung habe ich mir jetzt halt nicht gekauft fürs Magazin, weil brauchen wir jetzt nicht. Nicht notwendig. Bitte. Also ich komme mir vor wie bei Resident 7 wieder auf diesem Schiff. Schade zumindest, wenn ich jetzt keine bauen. Macht sollten reichen. Eine Art Steuereinheit. Das ist leicht zu zerstören. Ich nehme mal an, ich muss zuerst diese VA-Brillen loswerden von den Viechern. Es scheint so, als müssten wir wahrscheinlich noch dieses Propeller-Ding töten. Dann Heisenberg und dann Miranda. Drei Bosse haben wir noch locker vor uns. Scharfschützenmunition finde. Dass ich sie nicht bauen muss. Das ist ganz teuer. Schrott. Scheint so, als hätte sie mit Metall verstärkt. Just okay. This door is closed, my friend. Oder? Komm, meine letzte Rohrbombe. Wahrscheinlich gerne für euch. Für Munition. Ah, wir haben noch Dietricher. Hochzeit. Ich habe Angst, dass ich irgendwas besehe. Ich will nicht zu diesen Kettensing-Typen nicht, nein. Du nicht ausstehst. Ehrlich. Lustig. So predictable.
Lucky. Sprengstoff regelt. Wenn ich das, dann mehr Sprengstoff. So. Dann klatschen wir die neuen Sachen an. Ich muss sagen, ich bin aber echt begeistert, wie groß das Spiel ist. Es hat was zu bieten. Weil jetzt sind wir genauso, als dann auch plötzlich die ganze Brotabschnitt kam. War auch geil. Seems useful. So können die Sachen, die man nicht mehr braucht, wirklich weggeschmissen werden. Aber das ist belastend. Ja. Doof geschossen, muss ich zugeben. Jetzt habe ich den Schlüssel weg. Aha, Dietrich. Ich hab nichts liegen können bei mir. Magnum. Ich werde allerdings Magnum-Munition nicht für dieses Ding verwenden, was anscheinend blocken kann. Das. Okay. Schon. Müssen wir ein bisschen den Muni sparen, Leute. Ehrlich. Tut das weh, ha? Tut das weh? Miesen Mistviecher. Mehr. Ich habe kein Problem, wenn die Gegner so schwach blieben, wie sie sind, normalerweise. Aber das Spiel sagt anscheinend, bräuchte ich dann Schießpulver. Ich brauche immer Schießpulver. Mensch, Heisenberg. Ist das so eine große Fabrik? Na, warte mal.
Schon dieses Teilzylinder. Okay. Ich habe sehr gehofft, dass es optional wäre, aber. Bevor ich irgendwas drücke. Ich gucke mir das noch um. Das ist schon wieder so ein Riesengebiet. Guck dir das mal an, dass man hier alles laufen kann. Das Spiel sagt mir, ey du kriegst gleich Ärger. Zylinderrad, ja, das habe ich dabei. Nämlich. Okay, oder doch nicht. Hä? So, okay. Das ist ein Schatz. Ich hoffe, ihr despawnt nicht, wenn ich euch dort liegen lasse. Nice. Hat sich gleich gegönnt. Mechanischer Soldat, Modell Soldat. Versuch 1. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe Herz entfernt und Schadau eingepflanzt. Muskelsimulation mit Elektroschocks erfolgt. Hier ein Tod, daher kaum konnektive Fähigkeiten. Bewegungen nur durch Zerstörungswillen induziert. Danach Stillstand. Soldat 1.1. Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1. Kampf gegen Lucans. Wurde nach 3 Minuten demontiert und gefressen. Fähigkeit in Sicht, Zerstörung und Tötung mangelhaft. Mechanischer Soldat 1.10. Habe Unterarm mit Bohrer eingesetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnder Outputs unzureichend. Mit Leben. Mechanischer Soldat 1.1.12. Kautoreaktor. Tor im Brust implantiert, deutlich verbesserter Output. Experiment 2, Kampf gegen Lauktor, innerhalb einer Minute 3 Lucans getötet. Gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durchabilität des Reaktors könnte bei Zerstörung des Reaktors unvermittelte Funktionen. Eine Ruhe. Hey. Ich höre euch noch piepen. Das ist mich erschrocken. Meine Fresse. Easy. Ich kenne dich einfach zu gut. Mr. Bohrermann. Oder auch Soldat genannt. Na komm. Da. Ja, wir müssen das wieder einschweißen gehen. Das zieht das richtig in die Länge hier. Wir haben jetzt immer innerhalb unseres Gebietes fast alles abgecheckt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Somit